Ich kann mal gucken, wie ich gucke, wenn du immer Begrüßung machst, also damit ich immer so lost aussehe. Immer unser Haarkontrast. Stimmt, das muss ja jetzt auf ihre Figur haben. Cola gibt's nicht mehr für sie. Jetzt habe ich voll irgendwie die Frage gesprengt, so einfach, ich bin einfach aufgestanden. Ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Wir haben vor lange jetzt in diese Frage gesprochen. Schneid es mal bitte ordentlich, ja. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Über ein Jahr her, da saßen wir mit meiner Mama draußen im Garten und haben ein Video gedreht. Echt? Ja. Boah. Und das erste richtige Video aus meiner Wohnung. Und weil ich noch nicht alle Möbel habe, halt es natürlich ein bisschen. Also hoffe ich, dass der Ton trotzdem okay ist. Passend zu meinem neuen Lebensabschnitt drehen wir einen Mukbang über das Thema Ausziehen, alleine wohnen. Ich habe auf Instagram einen Fragensticker reingemacht, wo einige Fragen reingeflattert gekommen sind. Und ich würde sagen, wir fangen mal ganz basic an. Ich gehe mal nochmal auf die Fragen. Ich habe trotzdem vorhin schon reingeschmult. Erstmal danke an alle, die Fragen gestellt haben, weil ohne euch könnten wir immer so ein Video nicht drehen. Freust du dich, wieder hier zu sein? Ja. Oh. Ja, das ist auch schön. Ja. Hatte Geburtstag. So, wie kann ich denn jetzt hier... Was geht gerade in Leonis Leben ab? Das weiß ich nicht, kenne ich nicht. Was geht denn in deinem Leben ab? Wie witzig. Ja, es gibt eigentlich... Die Frage finde ich echt witzig. Ja, was soll ich denn jetzt erzählen? Soll ich jetzt sagen, was meine Lebensgeschichte ist? Ja, was soll ich denn sagen? Ich mache meine Ausbildung, bin Arbeit noch nebenbei. Gehe ins Gym. Komme ich denn jetzt auf alle Fragen? Sind sich denn hier alle? Ach jetzt, okay. Ja, aber ansonsten ist mein Leben jetzt gerade nicht so interessant. Ich habe auch keinen Partner, weil es jetzt gerade jemanden interessiert hat. Oder weil die Frage nicht darauf bezogen war. Die Frage, ich feiere es trotzdem. Ja, die ist wirklich witzig. Okay, fangen wir mal ganz basically an. Basically. Wie alt wart ihr, als ihr ausgezogen seid? Übrigens, wir haben hier eine asiatische Gemüsepfanne mit Reis. Ich muss erstmal kurz einen Löffel essen. Wie alt war ich denn da? Ich glaube, habe mich getrennt vor 2,5 Jahren und ich bin genau in dem Monat, wo wir uns getrennt haben, ausgezogen. Also du warst? 19. Ja, ich wohne jetzt über drei Jahre alleine? Im Januar 3 Jahre. Ja, im Januar sind es 3 Jahre. Stimmt. Also ungefähr 2 Jahre und 3 Viertel, also 19 war ich. Genau. Und ich bin mit 18,5 ausgezogen. Also genau jetzt auch vor 3 Jahren bin ich das erste Mal ausgezogen. Ich hatte die Ehre, zweimal ausziehen zu dürfen. Stimmt, du bist noch vor mir ausgezogen. Ne? Genau, ich bin noch sogar vor dir ausgezogen. Es kam ja damals alles sehr spontan. Genau, habe jetzt 2,5 Jahre praktisch mit meinem Freund zusammengelebt gehabt und bin jetzt zu meinen Eltern zurückgezogen. Für 3 Monate, es waren exakt 3 Monate und bin jetzt quasi mit 21 das zweite Mal ausgezogen. Boah, was in deinem Leben? Wirklich. Schon alles einmal durchgehabt. Hab davor ja aber mit meinem Freund zusammengelebt und bin ja jetzt das erste Mal alleine ausgezogen. Also es ist doch nochmal was anderes. Definitiv. Ich schreck mein Essen aus dem Mund. Da passt nämlich die nächste Frage, finde ich, zu. Also haben wir die Frage erstmal geklärt, ne? Hattest du auch mal, oder hattet ihr auch mal überlegt, in eine WG zu ziehen, oder kam das nie in Frage? So im Generellen. Also nicht nur auf uns, sondern im Generellen. Also tatsächlich ist mir dieser Gedanke noch nie wirklich gekommen. Ich weiß gar nicht tatsächlich warum. Irgendwie hat sich das halt ja so ergeben, dass ich alleine ausgezogen bin. Und dann war mal kurzzeitig, ganz, ganz kurzzeitig mal so eine, stand mal so im Raum, zusammenzuziehen mit jemandem. Aber ich weiß nicht, ich finde so WG, wenn man mit Freunden in eine WG zieht, kann halt die Freundschaft meiner Meinung nach manchmal sehr drunter leiden. Einfach, weil man sich 24/7 sehen könnte, auch wenn jeder einen Rückzugsort hat. Aber ich finde trotzdem, kann dadurch eine Freundschaft kaputt gehen. Man kennt mittlerweile einige Freundeskreise, also ich kenne
kenne jetzt an sich keine, wo jetzt die Freundschaft kaputt gegangen ist. Mhm. Aber jeder hat ja so seinen Alltag und das hast du ja auch, wenn du zusammenziehst. Mhm. Und dann lebt man oftmals, glaube ich, so nebenher einfach. Und man trifft sich nicht mehr, man verabredet sich ja nicht mehr, weil man sieht sich ja. Genau. Das ist genau das Gleiche, was man ja auch hat, wenn man mit einem Freund zusammen, mit meinem Freund zusammen wohnt, so, also mit dem Partner. Dann ist es auch so, natürlich, man muss darauf achten, dass man trotzdem noch schöne Dates hat und Schönes unternimmt. Das ist uns zum Glück immer ganz gut gelungen, aber trotzdem, man hat halt den Alltag und man macht sich nicht mehr immer schick. Man muss sich halt ja nicht mehr verabreden, weil man sich ja immer sieht. Und dann kann es halt passieren, dass man so nebenher lebt, sowohl in der Partnerschaft als auch in der Freundschaft. Naja, gerade auch, wenn man, wenn man beieinander ist, wenn man nicht zusammen wohnt, ist es ja immer was anderes. Man hat dann auch wieder Zeit, wo man für sich ist. Schon alleine das finde ich auch wichtig, so dieser richtige Rückzugsort. Klar, dieses Zimmer ist zwar ein Rückzugsort, aber halt nicht so komplett. Und dann kommen ja auch noch ganz andere Verpflichtungen dazu, wo man sich gegenseitig absprechen muss. Und meistens kann, wenn das schon schleift, beziehungsweise nicht auch nicht abgesprochen wird, kann dann auch schon den nächsten Streitpunkt entstehen, die du ja so in der Regel sonst nicht hast, wenn du mit einer Freundin bist. Früher immer, so ungefähr mit 15, 16, haben Paula und ich immer gesagt, wir ziehen immer zusammen. Und darauf hätte ich mich auch extrem gefreut. Mittlerweile ist sie aber mit einer anderen Freundin zusammengezogen und ich habe ja sowieso mit meinem Freund zusammengelebt, deswegen war das sowieso aus dem Fenster. Oder kann man so sagen? Also so weg vom Fenster, so dieser Gedanke. Also wie gesagt, generell früher ja und hätte mir eigentlich nie vorstellen können, alleine zu wohnen. Jetzt, nachdem ich mit meinem Partner zusammen gewohnt habe und ich jetzt aber alleine wohne, wäre es für mich jetzt nicht mehr in Frage gekommen, in eine WG zu ziehen. Klar, es wäre schon nice, aber ich weiß ja schon, wie es ist, zusammen zu wohnen. Und jetzt habe ich mich einfach darauf gefreut, mal mein komplett eigenes zu haben. Weil das hatte ich da vorher auch nicht. Es war ja nicht, dass ich sagen konnte, es war meins. Und wenn ich jetzt hier so sitze und meine Küche angucke und meine Couch und meine Wohnung, dann kann ich einfach sagen, das ist meins. Ne? Auch klar, das war halt Miete und so. Aber ich muss mich mit niemandem absprechen. Und darauf habe ich mich jetzt einfach gefreut, nachdem ich mich eben 2,5 Jahre, trotzdem ist es, gehört immer mit dazu, Absprachen, egal ob in einer Partnerschaft oder Freundschaft. Und deswegen war es jetzt für mich wichtig, mal alleine zu wohnen, damit man auch mal im Leben sagen kann, man hat alleine gewohnt, um auch Erfahrungen zu sammeln. Ja. Habe ich jetzt eigentlich die Frage beantwortet eigentlich? Ja, wirklich, kam du hast nie drüber nachgedacht. Nee, eigentlich habe ich jetzt nie weiter drüber nachgedacht. Klar, man spinnt immer, wenn man nirgends rum. Mhm. Aber ich glaube, da ich halt, wie gesagt, schon länger alleine wohne und jetzt nochmal quasi die Wohnung aufgeben, mit jemandem zusammenzuziehen, glaube ich, könnte ich nicht. Einfach, weil ich so dran gewöhnt bin, alleine zu wohnen. Mhm. Also. Ja. Aber trotzdem, WG-Leben an sich kann man, ist bestimmt auch trotzdem nice, halt eine witzige Erfahrung. Ja, ich glaube, WG-Leben kann man machen mit Leuten, mit denen du nicht befreundet bist. Mhm. Das wäre für mich das Einzige, aber krass. Also ja, aber warum soll ich eine WG ziehen, wenn ich eine Wohnung habe? Ja. Also das würde für mich keinen Sinn ergeben. Ich glaube sowieso, WG zieht man höchstens, wenn man das erste Mal auszieht. Ja. Ne? Wenn man dann sagt, okay, man möchte ausziehen, aber noch nicht alleine. Mhm. Aber wenn man schon mal ausgezogen ist, so wie ich, und ist nochmal zurück, wie auch immer, oder Leonie eben, das jetzt, sie wohnt schon alleine, warum solltest du jetzt nochmal eine WG ziehen? Deswegen, ja. Ja. Dann kam auch eine Frage, die weiß ich aus dem Kopf. Warum seid ihr ausgezogen? ja, verschiedene Gründe. Eigentlich der Hauptgrund war so der nächste Lebensabschnitt. Ne? Also Abitur, Führerschein, Auto. Und wenn wir jetzt halt so als nächstes dann halt begonnene Ausbildung. Nee, die habe ich noch nicht angefangen. Begonnene Ausbildung, was ist das überhaupt für ein Satz? Ich habe auch so oft so Sprachaufgaben. Also die Ausbildung, die ich begonnen habe, aber ich glaube, ich bin vorher ausgezogen, bevor ich die Ausbildung tatsächlich angefangen habe. Ja. Also das war einfach so der nächste Lebensabschnitt und ich hatte einfach das Bedürfnis, auch alleine zu wohnen, meine Ruhe zu haben. Ich glaube, es war auch mit so der Grund einfach, ja, es war immer schön mit Mama und Papa, aber ich glaube, es war so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich sollte jetzt mal ausziehen. Mhm. Sonst hätten wir uns die Köpfe eingeschlagen irgendwann. Ja, bei mir war es damals so, wo ich mit 18 quasi das erste Mal ausgezogen bin. Das war gar nicht geplant. Ich habe auch nie gesagt, dass ich mit 18 direkt ausziehen will. Das war ja anders als bei dir. Du hast dich ja immer darauf gefreut, alleine zu wohnen. Damals hat sich das aber mit der ganzen Situation einfach so angeboten. Genau. Und jetzt war es so, ich bin zurück zu meinen Eltern und ich wusste immer, wenn irgendwas irgendwie passieren sollte, ich kann immer zurück zu meinen Eltern. Ich hatte da ja auch noch mein Zimmer und allem drum und dran, wofür ich auch einfach extrem dankbar bin. Aber dann war es so, meine Eltern haben halt eine ganz andere, das war eigentlich so die größte Hürde, die mich jetzt die letzten 3 Monate gestört hat, dieses Kochen.
Ich habe bei meinen Eltern extrem gut gegessen und mega geschlemmt und mein Papa kann extrem gut kochen, aber ich koche halt anders als mein Papa und ich habe das direkt an meiner Haut wieder gemerkt, an meinem Hautbild und auch so. Einige Hosen wurden dann auch schon wieder enger. Darauf habe ich mich jetzt auch extrem wieder gefreut, wieder alleine zu kochen, deswegen hier diese Gemüsepfanne. Ja, und wenn man dann einmal, also wie gesagt, früher gab es keinen Grund auszuziehen, das war einfach nur aufgrund der Situation, warum es sich ergeben hat. Und es war ja trotzdem schön. Und jetzt war es so, man hat einmal alleine gewohnt und man will nicht nochmal zurück. Man hat jetzt halt einfach so sein Lebensstil also angepasst. Und dieses alleine Wohnen, wie du schon sagst, ich finde auch, man ist ja mal ab und zu bei seinen Eltern, ich war auch einmal eine Woche dort. Ich habe auch gleich gemerkt, mein Essverhalten hat sich so drastisch geändert. Das muss man auch sagen, bei mir wohnen auch meine Großeltern mit dran. Also werde ich doppelt verpflegt und ich dachte auch, in der einen Woche bin ich gleich 10 Kilo schwerer gefühlt. Mhm. Weil man halt einfach dieses Angebot, halt das fertige Essen jedes Mal vorgestellt zu bekommen, ist einfach so groß, um zu sagen, ja, hast du Hunger? Ja, irgendwie schon. Na komm, wir haben hier Essen gerade fertig gemacht. So. Eben. Und dann, wenn zwei Familien das machen, also sowohl deine Großeltern als auch deine Eltern, dann hast du gefühlt zweimal am Tag warm gegessen. Und, Ja, oder am Anfang hatte ich zu meinen Eltern gesagt, alles gut, ihr müsst nicht für mich mitkochen, ich koche für mich alleine. Und es war auch die erste Woche, hat das, glaube ich, geklappt. Erstens wollte ich jetzt nicht separat einkaufen gehen, weil meine Eltern sowieso einkaufen gegangen sind. Mhm. Dann wollte ich dann auch nicht eine lange Liste für mich schreiben. Und dann ist es natürlich so, ich esse dann, keine Ahnung, irgendwie sowas und mein Vater kocht daneben eine fette Nudel Bolognese. Mhm. Natürlich will man das dann essen. Ne? Das ist ja anders, als wenn man das jetzt so, jetzt habe ich es ja nicht hier, deswegen schmeckt es mir, oder schmeckt es auch so, aber wenn man dann so einen Vergleich hat, ist dann halt doof. Ja. Das ist halt schlimm, ja. Fühlt man sich in der ersten eigenen Wohnung einsam und was kann man da eventuell gegen machen? Das kannst du eigentlich eher beantworten. Fühle ich mich einsam in meiner Wohnung? Tatsächlich nicht. Einfach, weil ich mich gefreut habe, tatsächlich auszuziehen und weil ich ja wusste, dass ich natürlich alleine sein wollte. War für mich das Gefühl, alleine zu sein, gar nicht so groß und diese Einsamkeit, die aufkommt. Einfach, weil ich auch so viel unterwegs war. Ich war ja wirklich, bevor ich meine Ausbildung begonnen habe, haben wir ja alle bei McDonald's gearbeitet. Ich habe ja dann quasi noch ein Jahr länger gemacht, weil ich mich ja beworben habe und erst noch die Zusagen, beziehungsweise Absagen warten musste. Und da habe ich wirklich eine 160-Stunden-Woche gehabt und da war ich ja gefühlt nur arbeiten. Denn die Freizeit, die ich hatte, habe ich mit Freunden oder Familie verbracht. Also war ich teilweise wirklich nur zum Schlafen in der Wohnung. Dass es für mich einfach mal schön war, mal am Wochenende oder mal 3 Tage alleine zu sein und nicht zu reden. Auf niemanden Rücksicht zu nehmen und einfach wirklich nur zu gammeln. Hm. Deswegen würde ich schon sagen, ist es bei mir das Thema Einsamkeit nie wirklich groß gewesen. Ja. Also ich jetzt, wo wir gerade dieses Video drehen, heute ist der 10. Oktober und ich bin am 2. Oktober, nee, bestimmt gar nicht, ich habe am 30. September die erste Nacht hier geschlafen, also ich schlafe noch nicht mal 2 Nächte in dieser Wohnung und es gab gefühlt noch nicht einen Tag, es gab noch keine 24 Stunden, wo ich komplett alleine hier war. Hm. Und dann habe ich von Samstag zu Sonntag die erste Nacht mit Fabi ja hier geschlafen. Und Sonntag schrieb mir mein Papa, das hatte ich, glaube ich, auch in einem Blog erzählt, ja, kommst du heute nach Hause oder schläfst du da? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja aber schon meine wichtigsten Beauty-Sachen hier, so meine ganzen Esssachen, so ein paar Sachen und auch meinen ganzen Kleiderschrank hier. Warum sollte ich jetzt zurückkommen an sich, ne? Ich hatte natürlich, ist ja immer noch nicht fertig und so. Und dann war es dann kam die Freundin, dann war noch der Geburtstag, jetzt bin ich arbeiten. Jetzt die Woche habe ich irgendwie voll wichtige Termine und so, also wegen Einwohnermeldeamt und so hatte ich heute zum Beispiel. Und morgen nach der Arbeit, morgen auch nicht, morgen habe ich auch noch 2 Termine. Am Donnerstag nach der Arbeit komme ich das erste Mal nach Hause und habe an sich nichts zu tun. Und auch da wird mein Vater wahrscheinlich nochmal kommen wegen dem Internetanschluss. Dann will ich noch meine Terrassenmöbel von meinen Eltern herholen als Übergang. Also ich freue mich ehrlich gesagt gerade mal auf einen Tag, wo ich einfach herkommen kann und nichts machen kann. Ja. So. Deswegen kann ich gerade von dieser Erfahrung noch nicht sprechen, dass ich mich einsam fühle. Ich habe jetzt endlich seit heute, kurz bevor wir dieses Video gestartet haben, seit 5 Minuten davor, endlich Internetanschluss und mein Fernseher läuft jetzt. Sodass natürlich beim Kochen war es schon ruhig oder wenn ich gegessen habe, so, dann war ich halt die ganze Zeit am Handy, weil so, man guckt ja nicht so starr in die Luft. Ja. Ne? Man hört ja auch nicht, dass man sich so ansetzen kann. Ja. Also bist du ja so wirklich richtig lost, wenn du hier bist. Ja, es war alles so. Sehr schön ist, da kann man sich ja wenigstens raussetzen, die Leute draußen beobachten, aber Moment war man einsam. Aber zum Beispiel, darüber hatte ich auch mit Luisa gesprochen, ich freue mich extrem am meisten, vor allem
dass ich jetzt hier so meine Routine finde, wieder mit meinem Kochen und die Zeit auch lerne, alleine zu nutzen, ohne dass ich am Handy bin. Ja. Dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe mein ganzes Bastelzeug noch nicht hier, weil wohin? Ich habe noch keine Möbel an sich, wo ich das verstauen kann. Ich habe auch noch nicht mal einen Tisch. Das kommt jetzt alles erst mit der Zeit. Aber ja, und dann hoffe ich, dass ich meine Zeit auch sinnvoll nutzen kann, weil ich vor allem ja jetzt auch nicht mehr lernen muss oder so. Stimmt, du bist fertig, ne? Mhm. Oh. Ja, stimmt. Mit der Bachelorarbeit warst du ja automatisch fertig. Ja. Jetzt warte ich praktisch noch auf das Ergebnis. Mhm. Aber hoffen wir mal, dass das wird. Ach, wird schon. Ja. Ja, aber ansonsten habe ich mich noch nicht einsam gefühlt. Aber ich glaube, wenn man sich einsam fühlt, boah, was kann man für Tipps geben, dass man sich Beschäftigungen einfach alleine sucht. Genau. Das ist, wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass man einfach schaut, wie man seine Freizeit am besten nutzt. In dem Fall, dass ich jetzt komisch, ob man ein Hobby sucht. Ja. In dem Fall, du mit deinem, wie heißt es, dieses Haus? Emo-Zitat zum Beispiel. Dann bist du ja die ganze Zeit auch beschäftigt, also kannst du ja nicht das Gefühl von Einsamkeit haben. Oder ich ja zum Beispiel mit meinen Videos drehen. Ja. Darauf freue ich mich auch, dass ich jetzt natürlich, davor war es ja auch mal so, ich habe ja auch, man richtig, auch wenn man zusammen wohnt und ich mit meinem Hobby, mit den Videos drehen, hat man sich ja dann auch irgendwie abgesprochen, wann kann man es drehen und blauen Keks. Jetzt kann ich es ja komplett in Ruhe machen. Ich muss mir gar keinen Zeitstress so machen, ne, wenn ich irgendwie Zeit habe, weil ich weiß, ich muss nicht dann und dann ruhig sein oder was auch immer. Ja, und sonst, der eine liest gerne, der andere fängt an mit Yoga, es klingt so dumm, aber dass man eine Beschäftigung halt hat, dass man nicht nur am Handy ist und Fernsehen guckt. Im Prinzip kann man ja auch schon sagen, im Endeffekt ist Sport ja auch schon eigentlich eine Beschäftigung. Einfach die Freizeit, die man hat, so nutzt man dann halt einfach ins Gym zu fahren und nicht halt zu Hause rumzuhocken. Genau, und danach freut man sich dann trotzdem mal 2 Stunden einfach mal Fernsehen zu gucken oder so. Weil du hast ja trotzdem deinen Tag sinnvoll genutzt. Ja. Ja, oder zu kochen, also irgendwelche Beschäftigungen, sodass man die Zeit sinnvoll nutzt und die Zeit, die man komplett mal entspannen kann. Das ist so laut, sorry. Ja, ne, ist super laut, die Teller. Dass man dann halt auch nicht sich einsam fühlt, weil man ja dann die Ruhe genießen möchte. Wie habt ihr eure Wohnung gefunden und wie lange musstet ihr suchen? Und dann auch zur nächsten Frage, was sagt ihr zu den aktuellen Wohnungsmieten? Findet ihr diese fair? Also, wie hast du sie gefunden? Was sagst du zu Wohnungsmieten? Also, gesucht habe ich, glaube ich... Du hast gar nicht lange gesucht, oder? Also, sagen wir es mal so, der Zeitraum, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich ausziehen. Vorher war es immer nur so ein Gedanke, mit dem man spielt. Aber wirklich von dem Tag, okay, ich möchte jetzt ausziehen und gucke wirklich potenziell nach einer Wohnung, die ich mir leisten kann, zu dem Punkt, wo ich ausgezogen bin, war wirklich kurz. Die Suche an sich war am Anfang schon ein bisschen länger, weil ich ja keine gefunden habe, die oder keine Rückmeldung so wirklich bekommen habe. Von den Wohnungen, die auch finanziell in Frage kommen würden. Und wie ich am Ende an meine Wohnung gekommen bin, ist tatsächlich dank Chelsea. Ach witzig, stimmt, weil das wusste ich gerade gar nicht mehr. Ja, dank Shella tatsächlich, weil ihr Bruder ist ausgezogen und die Wohnungsgenossenschaft war eigentlich relativ gut, antwortet schnell, gibt schnell Rückmeldung und so weiter und so fort. Und da meinte sie halt, ich soll mich mal da mal anmelden, beziehungsweise da einfach mal nach Wohnungen suchen und dann halt einfach den schreiben und die antworten schnell. Und das habe ich gemacht und ich glaube, ich habe mir 3 Wohnungen insgesamt, also nicht angeguckt, aber halt auf dem Handy geguckt, welche am besten wäre und vom Preis-Leistungs-Verhältnis war halt gab es diese eine Einzimmerwohnung, glaube ich, 3-mal war die frei und ich habe mich dann einfach auf die eine beworben. Und habe auch sofort Rückmeldung bekommen. Dann habe ich auf einmal schon einen Besichtigungstermin, glaube ich, 1 oder 2 Wochen. Ich glaube, 2 Wochen später bekommen. Und dann habe ich mir die Wohnung angeguckt und habe gesagt, die nehme ich, weil wo ich noch bei McDonald's gearbeitet habe, konnte ich mir auch eine größere Wohnung leisten. Aber ich musste halt gucken, wir wissen alle, Ausbildungsgehalt ist nicht gerade viel. Und ich brauche eine Wohnung, die ich am Ende dann auch noch in meine Ausbildung tragen oder finanzieren kann. Und dann war die halt am besten. Ja, und glaube ich, habe ich alle Bewerbungsunterlagen dann hingeschickt. Und dann hieß es dann, ja, sie können dann zum Unterzeichnen kommen. Zum Unterschreiben. Mhm. Ja, also dieser Abschnitt von, ich habe diese Wohnung jetzt gefunden, die will ich haben, zu bis ich da wirklich unterschrieben habe, war wirklich nicht viel. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren, glaube ich, nicht mal 3 Monate. Also eigentlich hast du dich quasi dann letztendlich direkt an die Wohnungsgenossenschaft gewendet. Ja, eigentlich schon. Und da habe ich also,
Das habe ich jetzt von vielen gehört. Wenn man sich direkt an eine Wohnungsgenossenschaft wendet, dass man dann höhere Chancen hat, ja, anstatt jetzt über ImmoScout oder genau, so. Genau, mehrere Genossenschaften in einen Pool geworfen werden. Ja. Also das hatte ich zum Beispiel schon. Ich glaube, ich war bei mir war es ImmobilienScout, das ist Immobilien24, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, und da sind ja, glaube ich, mehrere Genossenschaften drin, ne? Kann das sein? So ist die HOG und... Ja, die haben ja sowieso immer mehrere. Genau, und da hatte ich gar keine Chance. Also ich habe weder eine ordentliche Rückmeldung bekommen, ich glaube bei zwei maximal. Ich glaube, ich habe mich auf ein paar Wohnungen geworfen. Ich glaube, zwei oder drei haben nun gerade mal noch eine Absage geschickt. Ich glaube, von den anderen habe ich gar keine Rückmeldung mehr bekommen. Dann, ja, ne, also ist schon... Also das fand ich zum Beispiel gar nicht cool. Das persönlich kann ich auch nicht empfehlen, aber gut, es gibt auch welche, die haben halt Glück darüber. Ich habe, ich habe jetzt innerhalb von 3 Monaten, ich sag mal, ich kann ja ehrlich sein, ne, mit Vitamin B bin ich an diese Wohnung gekommen. Ohne dieses Vitamin hätte ich diese Wohnung zu 100% nicht bekommen. Also halt ja letztendlich durch Kontakte. Ich glaube, das öffnet heutzutage sowieso leider den meisten die Türen. Ja. Das ist eigentlich total unfair. Ansonsten hatte ich noch 2 andere Wohnungsbesichtigungen, genau, habe tatsächlich über ImmoScout die gefunden und ich hatte dort schon angegeben, dass ich ausgelernt bin und dass ich sowieso ab Oktober ausgelernt bin, dass ich ab da die Wohnung haben will und so ein Gehalt bekomme. Ich habe das Gefühl, das hat mir schon wieder in dem Moment Pluspunkte gebracht. Definitiv. Weil alle anderen, die nicht ausgelernt sind, haben gefühlt keine Rückmeldung, wie du schon gesagt hast, bekommen. Es hat ewig lange gedauert, bis man zur Wohnungsbesichtigung bekommen hat und da habe ich mal den Vergleich gesehen, ohne dass ich davor schon gesucht habe nach Wohnungen, dass wenn man ausgelernt hat, hat man wahrscheinlich direkt eh mehr höhere Chancen. Definitiv. Also bei der einen habe ich mich dann auch beworben, da wurde ich nicht angenommen, aber also waren auch 20 andere Bewerber oder so. Und bei der anderen Wohnungsbesichtigung hätte ich mich bewerben können, hatte ich damals aber nicht, weil es auch viel zu teuer war für die kleine Quadratmeterzahl. Genau, ja, und zu den Mietpreisen, also es ist unglaublich. Also ich bin ehrlich, so viel kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, weil ich mir einfach mir nicht jetzt wirklich die Mieten immer alle angucke, um dann zu vergleichen, wie waren die denn vor 5-6 Jahren. Mhm. Aber im generell, wenn ich jetzt schon deine Miete betrachte, für die Quadratmeterzahl ist schon echt, ist eigentlich schon fast unverschämt. Es ist wirklich unverschämt. Ja. Und bei uns ziehen gerade immer mehr nach und nach im Freundeskreis aus oder sind jetzt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren ausgezogen. Bis auf Paula und du, ihr seid die, die wirklich Glück haben mit den Mietpreisen. Vor allem Paula, die zahlen so wenig. Es ist so crazy, dass es sowas überhaupt noch gibt. Oh, ich muss kurz Videos löschen, weil mein Speicher ist voll. Aber das kann ich noch so schnell sagen. Ich hatte mir auch eine Wohnung angeguckt, tatsächlich Prenzlauer Berg. Da auch mit 2-Raum-Wohnung, mit Balkon. Ich glaube sogar von DGBO war das für 650 Euro oder 680 Euro. Das war auch das richtig wenig, krass. Das ist richtig wenig, ja. Ja, aber jetzt auch gerade andere Freundinnen, die haben gesucht. Die hatten erst ein Budget von 7 bis 750 Euro. Findet man kaum noch was, was einem vor allem gefällt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also, so dieses... Was gefällt mir und was kann ich für mein Budget auch noch mir leisten? Ne? Das ist auch crazy. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe von meiner Wohnung echt Glück. Aber gut, es war auch nur ein Schuhkarton. Habe jetzt die Wohnung nochmal neu gemacht. Also, ich finde, ich habe jetzt schon das Beste daraus gemacht. Ja. Aber bezahle so wenig Geld, das ist krank. Das ist wirklich krank. Ja, aber Wohnungsmieten, das ist schon crazy. Aber ja, meine Eltern waren auch geschockt, beziehungsweise auch so meine Arbeitskollegen, die so relativ so Köpenick zum Beispiel auch so wohnen. Die noch so alte Mietverträge teilweise haben, die waren auch geschockt, wie viel man nochmal trotzdem doch an die Fragen gerade andocken. Aber ich habe erzählt, dass sie alte Mietverträge haben und geschockt waren, weil meine Kamera, mein Speicher war gerade voll. Die waren geschockt, wie teuer die Miete ist. Und aber weil ich weiß, was Freunde im Umkreis von uns zahlen und viele immer, wir alle uns gegenseitig updaten, die Wohnung ist da gerade frei geworden, da ist gerade ein Angebot, war es schon leider fast normal. Teuer Mieten sind. Ne? Also man ist nicht mehr so geschockt, sondern es ist halt, bei uns kennt man auch die Preise im Umkreis. Das ist wirklich krass. Genau. In welchen Bezirk bist du gezogen? So eine Frage beantworten wir hier nicht. Weil wir so fein sind. Nachher haben wir noch ganze Fans vor unseren Türen. Nee, aber sowas würde man halt nicht mal auf Instagram oder so posten. Ne? Also man ich denke, das ist verständlich. Jetzt kommen halt die ganzen Paparazzis. Die verfolgen uns nachher. Nein, das hat nicht mal was da zu tun, aber nicht mal deine Eltern, sag ich mal, würden in WhatsApp-Status eine Adresse schicken vom Haus. Weißt du, wie ich meine? Doch, ich wollte jetzt eigentlich deine Adresse veröffentlichen. Damit deine Fans schön hinkommen können. Nein, nee. Nee.
Was waren eure Ängste, alleine zu wohnen? Was waren meine Ängste? Also an sich hatte ich keine Ängste, wirklich. Ich fand es so ein bisschen gruselig, als ich mal geschlafen habe. Hat sich bei mir immer so angehört, als wäre jemand in meinen, also die jemand gerade reinlaufen. Oh mein. Und das fand ich gruselig. Das fand ich richtig gruselig, weil ich mir gedacht habe, okay, einfach weg über den Kopf und weiter schlafen. aber ich muss sagen, ich hatte jetzt nie wirklich, dass ich sage, boah, ich habe jetzt wirklich Angst in meiner Wohnung. Mhm. Hatte ich noch nie, nicht einmal, außer halt diesen Moment, wo ich das sich so angefühlt, als wäre jemand in meiner Wohnung. Aber gut, selbst das, also wenn da jemand reinkommt, wäre, das hätte ich ja eigentlich gehört. Also das ist war natürlich sehr unwahrscheinlich, dass da jemand war. Aber in dem Moment, du siehst nichts, du hörst es nur, und das fand ich halt ein bisschen gruselig. Ja, ansonsten habe ich nie wirklich Ängste gehabt. Ja, also ich bin ja wirklich ein Schisser, so vor allem abends im Dunkeln, bei meinen Eltern schon im Haus, dann, wo ich davor gewohnt habe im Haus, wenn man da alleine war, das ist schon creepy, aber man ist ja dann auch so, jetzt ist man ja in einer Wohnung alleine, davor war ich in einem großen Haus alleine, ja, das ist halt viel gruseliger, wenn man immer hört, so mit Einbrüchen über den Garten und so, klar, in Wohnungen wird auch eingebrochen, aber ich glaube, im Generellen wird im Haus, schätze ich schon... Es ist halt einfach gruseliger, weil du halt einfach... Dadurch, weil du ja dein Space dort hast mit Garten und so und es auch extra so baust, dass der nicht dich unbedingt in deinen Nachbar reingucken kann, bist du halt einfach, also klar, es können Leute mitkriegen, wenn jemand einbricht, aber im Generellen kriegt keiner jetzt wirklich groß mit, wenn jemand da einsteigt. Ne? Ich könnte hier laut nach Hilfe rufen und man weiß, man kann, wird irgendwann gehört, aber wenn du im Haus nach Hilfe sein kann, rufst, was beim eigentlichen Leben jetzt nicht so sinnvoll und schlau ist, aber ja, deswegen so, das war meine größte Angst, dass ich mich grusel, aber innerhalb diesen eineinhalb Wochen, ich habe mich so schnell gefühlt und grusel mich gar nicht, schließe auch immer von innen ab, aber bei mir, glaube ich, brauche ich auch wirklich gar keine Angst haben. Soll ich mal sagen, dass ich nicht abschließe? Echt, doch, abschließen würde ich habe letztens auch Freunde erstmal so gesagt, schließt du nicht ab? So. Nö, ich lasse immer nur den Schlüssel stecken. Und ich habe ja auch noch zwei Türen, also ich sehe auch die Eingangstür nicht oder so. Deswegen ist es nicht gruselig. Ja, aber sonst Ängste, hatte ich auch gar keine Ängste mehr, weil ich weiß ja trotzdem, wie es ist, alleine zu wohnen. Ich habe davor, haben wir einen großen Haushalt zusammengeschmissen. Jetzt schmeiße ich alleine den Haushalt, aber es ist ja auch viel kleiner. Ich weiß, wie man jetzt ein Bad putzt, ich weiß, wie man ein Herd sauber macht. Mhm. Ich habe ja schon 2,5 Jahre alleine gewohnt, deswegen, das weiß man. Aber ansonsten, auch wenn man noch vorher nicht alleine gewohnt hat, ich finde, man kommt so schnell da rein. Ja. Man wächst da so schnell rein, wenn man Wäsche wäscht, Herd sauber macht und kocht und so. Das habe ich ja teilweise auch noch bei meinem Papa, da habe ich ja meine Wäsche auch alleine gewaschen. Also es hat sich prinzipiell von meinem Alltag nicht viel geändert, bis ich dann halt einfach meine eigenen 4 Wände hatte. Sonst habe ich auch meistens, also... Ja, das ist man manchmal, weil Mama und Papa mit ist, aber sonst auch mein Essen selber gemacht. Ich habe meine Wäsche gewaschen, mein Zimmer alleine gesehen. Deswegen war schon sehr selbstständig bei mir zu Hause. Ja. Deswegen war es für mich keine große Umstellung. Du warst halt schon immer erwachsen. Ich war halt schon immer erwachsen, wenn ich auf die Welt gekommen war, einfach selbstständig. Okay, letzte Frage. Welche Vorteile und Nachteile gibt es beim Alleinewohnen? Also ich glaube, dass ein Nachteil, der mir wirklich einmal, ich würde jetzt nicht sagen, zum Verhängnis geworden ist, aber wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wäre ja mein zweites doch ganz praktisch oder die Familie, als ich wirklich krank war. Ich war letztes Jahr wirklich einmal richtig dolle krank. Also es war nicht nur eine Erkältung, ich bin aber, es war eine Grippe. Ja. Also da lag ich wirklich flach, bestimmt knapp 2 Wochen. Also eine Woche war ich fast wirklich komplett zu Hause und habe mich wirklich kaum bewegen können. Dementsprechend eigentlich nicht wirklich gekocht, nicht wirklich eingekauft. So Essen zu bereiten war auch schwierig. Also bei Kreislauf, Appetitlosigkeit, also wirklich war schon eine Menge. Und da wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt eigentlich doch bei Mama und Papa zu wohnen, die dir alles ins Bett tragen würden. Da habe ich es echt gemerkt. Also mein Dad ist dann trotzdem gekommen, der hat dann eine Maske aufgesetzt und hat mir dann, glaube ich, sogar was eingekauft, hat mir, glaube ich, so, ich könnte mir sogar Essen einmal fertig vorbeigebracht und noch Getränke, weil ich wirklich gar nichts mehr hatte. Das fand ich echt lieb. Aber so an sich in dem Moment war ich ja trotzdem die ganze Zeit alleine so und war schon echt, das fand ich echt, das war ein Nachteil, würde ich sagen. Mhm. So ganz, ganz alleine zu wohnen, ohne auch einen Partner oder so, der sich um mich kümmern könnte. Das einzige Positive daran war halt, dass ich meine Ohren bei mir keiner auf den Sack gegangen ist, während ich krank war. Was ja prinzipiell in der Familie wieder anders ist. Es war ruhig, ich konnte schlafen, es war nichts laut.
Aber das ist dann mal der größte Nachteil an mir. Ansonsten habe ich keinen Nachteil bis jetzt. Nee, Nachteile natürlich, wenn man komplett alleine wohnt, aber das ist egal, ob man zu zweit oder zu dritt wohnt. Man hat Kosten, die man zu Hause nicht hat. Ja. Wenn man komplett alleine wohnt, verdoppeln sich die Kosten natürlich sowieso nochmal. Das ist so ein Nachteil, dass man für, ne, man muss immer Zeit zum Einkaufen zum Beispiel haben, solche Sachen. Ja, zum Beispiel sehe ich die Woche, habe ich eigentlich kaum Zeit zum Einkaufen. Wenn man jetzt zu zweit wohnen würde, dann könnte der andere halt einkaufen gehen, wenn man so viele Termine hat. Ach, stimmt, schon, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, weil das so in meinem Alltag schon verbunden ist. Das ist für mich. Also ja, ich glaube, ich muss halt auch wirklich noch die Routine für mich finden. Ich merke, ich muss wirklich das erst wieder finden. Ansonsten, ja, nachher, wo ich davor ausgezogen bin, es war auch mit dem Kranksein so gut, wir waren jetzt zu zweit. Aber da hat Mama trotzdem manchmal eine Hühnersuppe noch vorbeigebracht oder Ingwer oder irgendwas, wenn wir was brauchten. Ja, ansonsten und Vorteile, alles. Und Vorteile ist natürlich eigentlich prinzipiell alles. Das ist ja der Grund, wo man auszieht. Einfach, weil man sein eigenes Leben führt, selbstständig wird und einfach ein neuer Lebensabschnitt ist. Aber ja, stimmt, das mit dem selbstständig Haushalt schmeißen, einkaufen gehen, natürlich Kosten, die entstehen, die natürlich davor nicht entstanden sind, wenn du natürlich zu Hause wohnst. Aber das sind ja Sachen, die sind einem ja eigentlich von deinem Beruf, wenn man auszieht. Wie gesagt, für mich ist es kein Nachteil mehr, ich wohne fast 3 Jahre alleine. Für mich ist ja dieses Einkaufen und das Geldmanagen schon so normal und Alltag, dass ich es gar nicht mal als Nachteil sehe. Einzig wirklich einkaufen, das hasse ich. Das habe ich früher schon. Oh, ich liebe einkaufen. Und dann noch diese ganzen Tüten, diese Tüten nach oben tragen. Ich bin schon immer so, dass ich so wenig hier wirklich einkaufe, dass ich nur mit so einem Beutelchen eigentlich hochkomme. Aber das schaffe ich nie. Und dann sind es doch so riesen Tüten. Und am schlimmsten ist, wenn ich Getränke einkaufen gehe. Ja. Oh, da kriege ich Herpes. Wirklich, das finde ich ganz schlimm. Ich diesen Monat muss ich ja extrem nochmal auf mein Geld achten, weil es mein letztes Studentengehalt ist und das Kindergeld ja trotzdem wegfällt und ich aber diese hohe Miete zahlen muss. Und deswegen kann ich auch noch keinen Großeinkauf machen, aber ich freue mich, so meinen richtigen Vorratsschrank wieder aufzubauen, so mit meinem ganzen Zeug so und wirklich einen Großeinkauf mit Gewürzen und so machen kann. Das habe ich jetzt halt alles noch gar nicht. Und ich liebe einkaufen. Ich gucke halt voll schon mal nach Rezepten, gehe nach Rezept auch einkaufen, so richtig taktisch. Ich habe das tatsächlich auch immer so gemacht, weil ich halt eine Zeit lang wirklich eine Menge weggeschmissen habe, gerade auch so Frisches, weil ich halt einfach, dadurch, weil ich ja dann immer unterwegs war, einfach gar nicht wirklich dazu kam, das zu essen, weil ich dann meistens auch unterwegs gegessen habe, dass ich das dann irgendwann so getaktet habe, dass ich halt, wenn ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel das Wochenende zu Hause oder ich weiß, ich werde jetzt 3 Tage zu Hause sein, dass ich dann wirklich nur für diese 3 Tage eingekauft habe, dass ich wirklich dann zum Beispiel wirklich nur 3 Bananen oder einen Apfel oder halt eine Portion, die halt für 3 Tage reicht, einkaufen war. Mhm. Ne, es war kacke, wenn man öfters einkaufen geht, aber am Ende hat es für mich tatsächlich rentiert, weil ich halt weniger weggeworfen habe dadurch. Das muss ich jetzt erst wieder lernen. Wir haben ja davor immer super viel zu zweit auch eingekauft und hatten einen großen Gefrierschrank, wo wir super viel eingefroren haben. Mein Kühlschrank und mein Gefrierschrank ist extrem klein. Also das ist fast, fast habe ich gar keinen Gefrierschrank. Okay, mein Dings leuchtet schon wieder. Unvorbereitet bin ich, würde mein Papa jetzt sagen. dass man nicht zu viel kauft. Da muss ich mich auf jeden Fall auch nochmal neu finden. Ja, Leute, ich würde sagen, wir haben genug gequatscht und gelabert. Ich hoffe, das Video mit Leonie hat euch mal wieder gefallen und dass wir euch so ein bisschen Input geben konnten über das Alleinewohnen. Bisschen News about me, about us. Ja, wir können ja nochmal nächstes Mal ein Q&A über ein anderes Thema reden oder irgendwie generell neue Fragen und so mit aufgreifen. Willst du noch was sagen? Nö, war nett. Ich bin satt jetzt.